Zuschauer sorgen für beste Stimmung im Nationalstadion von Bukarest. Da, wo klar erklärt wird, wo dieses Halbfinale hinführen soll. Das Endspiel ist das Ziel des rumänischen Rekordmeisters, der in diesem Stadion noch nie gewonnen hat, was ihm wieder Mut macht, Steve McClaren. Jimmy Floyd Hasselbank, der bekannteste beim FC Middlesbrough. Bukarest in Blau, Middlesbrough in Rot. Beide standen noch nie in einem UEFA-Cup-Finale. Die Flanke kommt von Bostina. Oprita. Die kam mit dem Rücken zum Tor. Erste Chance für Steaua Bukarest in der 10. Minute. Die Rumänen hatten ja Ostern frei, während die Engländer gleich zweimal ran mussten. Entsprechend frischer hatte man jedenfalls den Eindruck, wirkte die Mannschaft von Cosmin Olaroyu, dem Trainer von Steaua Bukarest. Beide spielen heute zum ersten Mal gegeneinander und liefern eine spannende erste Halbzeit. Bostina Radoi, einer der Besten bei Steaua Bukarest, 15. Minute. Steaua übrigens mit 22 Titeln, da haben sie noch drei mehr aufzuweisen als die Bayern in Deutschland. Die Gastgeber lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Bates war da im letzten Moment noch dazwischen. Schwarzer im Tor von Middlesbrough hat jede Menge zu tun in dieser Anfangsphase. Diese Chance aus der 18. Minute. Der FC Middlesbrough gab letztes Jahr seine Premiere im UEFA Cup. Da reichte es bis ins Achtelfinale. Hier dauert es mehr als eine halbe Halbzeit, bis sich die Briten ihre erste Chance erkämpfen. Dieser Konter nämlich. Yakubu, der Nigerianer, er guckt, abgefälscht, Torwart Fernandes muss da gar nicht mehr eingreifen. Der FC Middlesbrough, das nochmal zur Erinnerung, warf übrigens den VfB Stuttgart aus dem Wettbewerb und auch den AS Rom, zuletzt den FC Basel. Trainer Olaroyo dürfte zufriedener sein, als er hier aussieht, erst recht in der 30. Minute. Ogararu. Dika, 1:0, 30. Minute, fast aus dem Stand, Riesenjubel im Nationalstadion von Bukarest. Der Traum vom Endspiel rückt ein kleines Stückchen näher für den Europapokalsieger von 1986. Klasse gemacht von Dika aus der Drehung, da haben alle Abwehrspieler von der Insel das Nachsehen und genau in die Ecke gezirkelt. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal. Auf der Tribüne gesichtet übrigens Englands Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson, der Middlesbroughs Parler auf der Bank wiederfand. So konnte er wenigstens seinen Nationalmannschaftsassistenten zugucken, der nebenbei auch noch den FC Middlesbrough trainiert. Und seine Jungs wurden jetzt etwas bissiger. Iogo, Kopfball Yakubu. Klasse Reaktion von Fernandes, dem einzigen Ausländer übrigens im Team von Steaua Bukarest. Da lenkt er den Ball noch gegen die Latte. Noch 3 Minuten in der ersten Halbzeit. Eckball Middlesbrough, Downing, Kopfball Kedru, der Franzose bei Middlesbrough. Da versucht er es gleich nochmal. James Morrison, klasse Parade von Fernandes, dem Portugiesen. Er rettet seinen Bukarestern die Führung. 1:0 zur Pause. Die erste Halbzeit macht richtig Lust auf die zweite. Ob dieser englische Fan Gleiches bei den Rumäninnen schafft, muss man mal abwarten. Die Spieler bekommen übrigens für rumänische Verhältnisse enorme 100.000 Euro Prämie, sollten sie den UEFA-Pokal gewinnen. Entsprechend engagiert der Beginn der zweiten 45 Minuten. Ecke Bostina. Goyan, Schwarzer pariert, es bleibt bei der 1:0-Führung. Tolle Reaktion von Mark Schwarzer, dem Nationaltorhüter von Australien, den einige von Ihnen vielleicht noch aus der Bundesliga kennen können, hat bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern gespielt, Mitte der 90er Jahre. 61. Minute. Die Rumänen liefern eine technisch brillante Leistung ab und bleiben erstaunlich fair, erst eine gelbe Karte bisher. In der Liga liegen sie auf Platz 2, 3 Zähler hinter Dynamo, haben aber noch 2 Spiele weniger. Und sie lieben die Überraschung hier. Pass von Radoi, Parnaby macht den Fehler, Dika kann es diesmal nicht nutzen. Schwarzer macht Parnabys Blackout wieder gut.
Ob solche Gelegenheit nochmal wiederkommt, Middlesbrough wechselt, Jakubu geht und es kommt Ray Parlow, der englische Nationalspieler, im rechten Mittelfeld. Da hatte Eriksson also doch noch was zu gucken. Mal sehen. Freistoß Bostina. Fehler von Schwarzer. Diesmal patzt der Keeper Bates dazwischen. So gibt's eine Ecke. In der Zeitlupe wird allerdings deutlich, Iogo behindert seinen eigenen Torhüter. Bukarest nützt es erstmal nichts. 1:0 führen die Rumänen, Middlesbroughs Coach. McLaren wird zurück, hinter die Kreidelinie geschickt. Er trägt's mit Fassung. 0:1, keine allzu schlechte Ausgangsposition bisher. Für die Engländer noch 10 Minuten. Marin, schöner Doppelpass mit Bostina. Keine Frage, die Rumänen hätten das zweite Tor allemal verdient, wenn sie solchen Chancen mal nicht nachtrauern werden. Nächste Woche beim Rückspiel auf der Insel. Noch 4 Minuten. Was kann der Tabellen-13. Der englischen Premier League dem entgegensetzen? Foul an Parlow, der Schiedsrichter aus Luxemburg, lässt den Vorteil laufen. Und Macarone, gerade eingewechselt, versucht Fernandes, Bukarest-Torhüter aus Portugal, macht heute keinen Fehler. Das war die letzte Chance für den FC Middlesbrough. 1:0 gewinnt Steaua gegen Middlesbrough, hochverdient. Eine Vorentscheidung ist dies allerdings noch lange nicht. Denn was die Rumänen wissen sollten, Middlesbrough hat zu Hause in der Meisterschaft den FC Chelsea 3:0 und Manchester United 4:0 abgefertigt. Dieses Halbfinale bleibt auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Zurück nach Gelsenkirchen zu Rudi Zerne. Ja, danke schön. Und wir, liebe Zuschauer,